Das B-Mill ist ein Bewegungsernährungsmobil und es ist ein Hänger, den ich mit dem Auto irgendwo hinfahren kann zu bestimmten Plätzen. Das ist natürlich schön, weil es mobil ist. Ja, wir haben uns das angeschafft, nachdem wir eines kennengelernt haben. Das wurde in Bremen entwickelt. Und dann war es so, dass dieses von der Bundesarbeitsgemeinschaft Spielmobile auf Tour geschickt wurde. Und wir waren in Nordrhein-Westfalen das zweite Land, was dann ein Jahr lang dieses B-Mill hatte. Es hat uns auf jeden Fall so gut gefallen, dass wir uns dann selber eins zugelegt haben. Es funktioniert mit einer sogenannten mobilen Bewegungsbaustelle, mit zahlreichen Elementen, die die Kinder sich so nach ihrem eigenen Gusto zusammenbauen können, verändern können. Für unsere Arbeit ist immer wichtig in der Pädagogik Veränderung, dass Kinder was schaffen können. Und die zweite Komponente ist eben neben dieser Bewegungsmöglichkeiten gesunde Ernährung. Das passt einfach sehr gut zusammen. Bei den Bewegungselementen, die man im Hintergrund sehen kann, können die Kinder selber umbauen, die können drauf balancieren, die können hüpfen, die können entlanglaufen, sie können aber auch ihre Körperkoordination, ihre Fähigkeiten ausbauen in dem großmotorischen Bereich. Was sehr schön passt, ist natürlich, dass die Ernährungsmodule, die wir auch hier dabei haben, den Safttest, die Apfelschälmaschine und auch Gemüsespieße, kann man sehr gut miteinander spielerisch verknüpfen. So lernen Sie dann auf völlig spielerische Art und Weise, wie es mit der gesunden Ernährung geht. Und interessanterweise haben wir nie erlebt, dass Kinder Essen ablehnen, auch Gemüsesuppe nicht oder so. Obwohl man ja mal sagt, ja, die haben so ihre bevorzugten Speisen wie Pommes und so. Nein, die essen auch alles andere. Man muss es eben dann spannend machen und so gewöhnen sie sich dann auch daran und lieben das. Der wichtigste Aspekt, ja, tatsächlich das, was wir damit auch bewirken wollen, Bewegung und Ernährung. Und ein Bewusstsein natürlich zu schaffen, auf spielerische Art und Weise bei den Kindern. Das hat ja dann doch auch sicherlich nachhaltige Wirkung. Eine Idee, die wir jetzt auch neu entwickelt haben angesichts der Zunahme von Geflüchteten, da sind ja auch nun auch zahlreiche Kinder betroffen, werden wir sicherlich in absehbarer Zeit auch das B-Mill in Flüchtlingsunterkünften zur Verfügung stellen. Also das wird sicherlich auch einer der Schwerpunkte in der nächsten Zeit werden. Wir haben nämlich bemerkt, dass Menschen, die aus anderen Kulturen und dann auch noch in höchster Not hierher geflüchtet sind, nicht ohne weiteres den Schritt machen in die Gesellschaft. Es funktioniert umgekehrt, aber wesentlich besser, wenn sie wertschätzend von außen besucht werden und dort eben Angebote geschaffen werden. Ich möchte natürlich nicht versäumen, mich ausdrücklich nochmal bei der Deutschen Postcode Lotterie herzlich zu bedanken, zum einen dafür, dass sie uns entdeckt haben, aber natürlich noch viel mehr dafür bedanken, dass wir dort jetzt eine für uns bis dahin völlig unerwartete Förderung erfahren. Das hilft uns ungemein weiter und sollte auf jeden Fall auch nochmal mit Freude und Dank hier erwähnt werden.